Jetzt kommen wir damit dann zur nächsten Folge von der Büstenzeit. Im wahrsten Sinne des Wortes in Familie im Brennpunkt. Verstehst du, es brennt. Father? How is this possible? Danke. Blew up the mine. Murdered all those people. John was right. Don't come any closer. Stay away. Wo ist der Mann im Zylinder? Gott. Ich wünschte, ich hätte mehr trainiert. Vater, wie konntest du nur? Noch nebenbei so ein bisschen die Sterbeanimation von Battlefield 3 gekosplayt. Hätte ich an ihm vorbeirennen müssen? Ah. Bin ein bisschen lost. Ich blick gerade nicht durch, wo ich lang muss. Hilfe! Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Aua. Oh Gott. Ich muss kurz Oberarme trainieren. Wann ist zu kurz? Genau so. Vater, jetzt reicht's. Ich bin bewaffnet. In den Augenblick, wenn du kurz wartest. Du kriegst mich nie, Vater. Der maskierte Mann. Mein Vater, er hat versucht, mich zu ermorden, obwohl er bereits tot ist. Ich weiß, wie sich das anhört, doch ich habe nicht den Verstand verloren. Es hat sich wirklich so zugetragen. Der Gasthof, die Flammen, mein Vater, ich habe mich wieder wie ein Kind gefühlt, dessen Seele wieder und wieder in tausend Stücke zerrissen wird, nur um sie danach zusammenzuflicken. Eine endlose Quälerei. So fühlte ich mich nur, wenn er in meiner Nähe war. Ich bin... Mir also sicher, es war mein Vater. Ich befinde mich jetzt im Keller. Ich konnte ihm entfliehen und halte mich nur hier versteckt. Doch es gibt keinen Weg hinaus, oder vielleicht doch? Durch die Wand, die dringen Geräusche an mein Ohr.
this really happening? Mein Gesicht der Beste. What's going on? Where's that voice coming from? Ich glaube, die Geräusche hatten wir schon mal, oder? Is this happening right now? Adam! Adam! Emma? Emma, are you here? I must have lost my mind. Hey. Beide verfolgen jemanden. Fällt mir das jetzt auf. Is it real? Or is it just my imagination? I'm hearing things that don't exist. Ist dieser Keller. It's just like there's no coming back. Wie verwirrt. Wer bist du? It's over. You can't get away. Hear me. You're not going to get away with it. I know what you did. I followed the trail of your crimes. I've been to all the places you've spilled blood. There's just one thing that remains a mystery. Why? That's beyond my grasp. So many people have died. Speak up. Tell me. Why? The question is, why did you do it? He heard you, I know. And I opened your eyes, and then you saw your father's reflection in every human being. A world full of beasts in human disguises. No one was innocent. Evil was eating at their consciences like a cancer. And who do you think you are to decide if they deserve to die? They certainly didn't deserve to live. Just think about it. Your father's partner, that old crook, desperate to get rid of us. The detective, a vulture, feeding on the tragedy of commoners. Sylvia, a miner's widow and a vicious bigot who wished everyone all the worst. And last but not least, the judge, a grafter and a regular scoundrel. I've seen worse. Right, your father. A true role model for that small community. I know they were not good people, but what you did to them... I protected us, don't you see? I saved your life. Or maybe you're just a bloodthirsty sadist who looks for guilt in others in order to blot out your own. You know where you would be if it wasn't for me? In that fucking darkness. The old man would be pissing on your grave, and all of fucking Blackstone would still be full of human vermin. Maybe. But that's not an excuse. I don't need one. The choice is simple. You let the vermin spread, and they will take over the world, or you wipe them out, protecting the righteous few. They will call you a lunatic. So what? There must be another way. Like what? You'll wash your hands of it all? You'll hide from humanity in a fucking cave. You'll fall back into madness like the last time. You'll tell the doctors you don't remember anything. Really? If you get rid of me, they'll squash you like a bug. You think you can just snap your fingers and I'll be gone? Okay, es gibt zwei verschiedene Enden. Wahre Natur akzeptieren. Das Böse in den, das Böse in dir verleugnen. Also wenn ich es richtig kapiert habe,
haben wir wirklich so in der Art, haben wir jetzt, ich bin halt immer noch, das ist jetzt so eine zweite Persönlichkeit, die wir entwickelt haben durch die Finsternis, was soll das jetzt kapiert? Aber es hieß, dass unser Vater noch einen Sohn bekommen hat. Oder meinst du mit dem Sohn, dass jemand irgendwie so zwei verschiedene Arten von uns gesehen hat? Oder haben wir wirklich einen Sohn, der uns so gesehen beschützt hat? Weil jetzt bin ich da ein bisschen verwirrt drüber. Aber wir werden uns beide Enden angucken, aber mein Hauptende wäre, wir akzeptieren meine wahre Natur. Trying to achieve. I'm the one asking questions here. Name. What kind of sick game is this? Answer for fuck's sake! Emma. Emma Stevens. Really? Nadia Kamayeva. In the 60s, you underwent training in one of the KGB centers in Russia. Did you or did you not? What? What training? Where's my husband? Adam! We've recovered part of the report. Maybe all that she told me was a lie. The KGB called those women sparrows. They seduced Americans in order to relay information to Soviet intelligence. Was I really so blinded by love? Where did you get this? Who sent you? She refused to talk, but she doesn't deny the allegations. What have you done to me? Adam! You! Why? What happened to you? 10 years together, and you've been pretending all this time. Adam, what happened to you? Why are you talking like that? Nicholas was my great-great-grandfather. Would you believe it? His diary opened my eyes. You have to be very careful about who you trust. The world is full of beasts. Stop it! You're delusional! It's me. You hear me? I'm your wife. We're expecting a baby. Remember? And war. War creates front lines even in our homes, in our bedrooms. Anyone can be the bad guy. But sometimes... Please. Ich will zwei Enden. Immer töten, die Bestie töten. Sometimes it's the one we love that turns out to be the beast. Some... No! Das ist genau wie am Anfang, da ist auch Emma gestorben. Ende Nummer 3. Okay. Überspringen wir das mal ganz schnell. Also es gibt echt viele Enden anscheinend. It's time to hunt. Hört sich cool an. Könnte so ein Text aus Bloodborne sein. Ist es das Ende? Hä? Wer weiß. Aber eine schöne Anspielung, dass anstatt ein zweiter Teil kommen soll, der wohl in London spielen soll, wenn ich das richtig kapiert habe. Die wahre Bestie. Schließt das Spiel ab. Ach, man kann das gar nicht. Das geht nicht, oder was? Ich muss dafür jetzt wirklich komplett von vorne anfangen. Das ist natürlich schade, weil ich hätte echt gern die anderen Enden gesehen. Dann machen wir es ganz einfach. Mal kurz leiser.
Gut, das ist dann das Ende von The Beast Inside. Wir haben uns für das schlimmste Ende, glaube ich, entschieden, dass wir... Also, wenn ich es jetzt richtig kapiert habe... Nikolas hatte also... ich weiß gar nicht, ob ich anfangen soll. Ich bin mir immer noch unsicher. Also, wenn ich es jetzt richtig kapiert hätte... Nikolas wurde dann immer eingesperrt, hatte Angst durch die Dunkelheit, hatte angefangen, so eine zweite Persönlichkeit zu entwickeln, wodurch er dann halt so ein böses Ich entwickelt hat. Und das böse Ich hat dann dazu entschlossen, die Minenluft zu sprengen, das Gasthaus in Flammen zu setzen, den Richter, seinen Vater und hier seinen Partner zu töten, weil sie es verdient haben. Nur konnte er sich dann nie so dran erinnern. Weshalb er immer diese Blackouts hatte wahrscheinlich, so wie Adam. Und das ist halt, und Adam ist halt Nikolas halt, wie er sagt, Urgroßvater war es, glaube ich. Und ja, und in Wahrheit sind sie halt dafür da, das Böse zu bereinigen, weshalb wir das Böse akzeptiert haben. Ja, wir haben akzeptiert, dass wir niemandem vertrauen können und dass wir nach jedem jagen sollten, der böse ist. Irgendwie so sehr verwirrend. Ich hätte halt gerne gesehen, was die anderen Enden sind, also ich hätte es euch gerne gezeigt, aber allerdings bleibt es jetzt wohl ein Geheimnis. Ich suche tatsächlich in der Liste gerade nach einem bestimmten Namen. Ah, ich habe ihn wohl verpasst. Na gut. Zum Horror. Anfangs fand ich es geil. Das Spiel ist allerdings so komisch abgedriftet dann mit diesen flammenden Dingen und Eis und es ist sehr komisch abgedriftet. Horror war es auf jeden Fall. Es hat echt gut erschrocken. Rätsel waren geil, muss ich sagen. Also das eine, wo wir in diesem Haus waren, bevor wir in den Brunnen gefallen sind. Wo diese vier Buchstaben, glaube ich, finden mussten für den Computer. Wo ich nicht wusste, in welcher Reihenfolge ich das eintippen sollte. Das Lied hier ist gerade, muss ich sagen, echt cool. Grafisch, naja, es ist halt von dem Indie-Entwickler, muss ich sagen. Es ist so ein kleines Entwicklerteam gewesen. Und... von der Spiellänge muss ich sagen, ging es auch eine Weile, also es ging länger als ich dachte tatsächlich. Mir hat es trotzdem gefallen, muss ich sagen. Es gab nie so Situationen, die sich angewöhnt haben, als würden sie sich so voll krass in die Länge ziehen oder so. Das war nicht alles perfekt. Ich persönlich schaue mir jetzt einfach nochmal die anderen Enden noch auf YouTube an, zum gucken, wie es noch so ausgehen könnte, wie es gegebenenfalls ausgehen könnte. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr es fandet. Habe ich so dort, dass ihr, glaube ich, gar nicht mehr hier die Hauptmenü-Musik hört. So. Ich finde es komisch, wenn es für Horror-Games Schwierigkeitsgrade gibt. Vor allem welche, die so auf Rätsel und, sag ich jetzt mal, mehr auf Schock ausgelegt sind. Ich glaube, um die Story noch ein bisschen besser zu kapieren, muss man, glaube ich, nochmal die anderen drei Enden oder so gesehen haben. Also. Ich weiß tatsächlich jetzt gar nicht. Also das sind doch wahrscheinlich die drei verschiedenen anderen Enden. Der Rest, keine Ahnung. Ich würde jetzt dem Spiel... ich glaube, eine stabile 5 geben. Es ist ein tolles Spiel, man kann es spielen. Wenn man es nicht gespielt hat, ist es kein großer Muss-Titel. Man kann es gespielt haben. Es ist okay, eine 5. Wenn ich so mit anderen Spielen vergleiche, die ich bereits jetzt played habe, mit hier Alan Wake und so, fand ich das definitiv, The Beast Inside ist definitiv schlechter als Alan Wake, allerdings, es ist okay. Ich hab's mir, ich glaube, für einen Fünfer war es im Angebot, daher, es ist okay. Was ich sagen könnte vom Kanal, es werden jetzt erstmal mehr Horror-Games tatsächlich kommen, dass ich mal so... Ich habe halt richtig viele Shooter und Rollenspiele. Ich habe diese verschiedenen Kategorien auf meinem Kanal.
dass ich mal so die Horror-Kategorie ausfülle. Deswegen werden jetzt noch 2 Horror-Let's Plays kommen. Und dann sehe ich ja weiter. dann mal gucken. Dann muss ich mal Auge machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Somit sehen wir uns dann im nächsten Projekt. Und somit...